Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, ich bin doch noch in meiner alten Burg und ich habe doch noch ein bisschen Zeit gefunden, aber wir werden uns heute um ein Gebäude kümmern. Ich werde das mindestens in einer Folge so machen, weil es ist halt mal wieder was Neues. Ich hoffe, dass ich da einigermaßen hinkomme, was ich will. Das heißt, sehr viel Überlegungen werden mitkommen. Da steht was. Ein Profit. Ja, gehen wir mal. So, genau. Ich sollte aber vielleicht auch noch ein paar Steine mitnehmen. Und zwar, ich brauche noch ein paar Jutsch. Genau. Und ich habe mir noch was überlegt. Zum letzten Mal. Weil beim letzten Mal habe ich ja die große Überlegung gehabt, ob ich alles ins Chemiewerk packe, auch was Biomasse und so weiter ist. Das werde ich nicht. Ich werde da hinten alles machen, um Ethylen und den ganzen Käse herzustellen. Aber die Biomasse und den ganzen anderen Kladderadatsch, was dazugehört, ja, der wird in der Gärtnerei entstehen. Und die Gärtnerei wird entstehen hier. Also ich bin mittlerweile beim Überlegen, ob ich meine Schaffarm, sozusagen die, wo ich hier hin haben wollte, verlege nach hier. Also sozusagen daneben und den Schweinestall dann da daneben baue. Und dafür dann hier alles hinbaue, was mit den Bienen zu tun hat. Weil das sind zwei Bereiche, die Strom brauchen. Die Schweine brauchen keins, die Schafe auch nicht. Apropos, ich kann hier mal. Ich rede mal mit ihm, dass er mal wieder mit hoher Priorität da ausbuddelt. So, ich möchte auf jeden Fall es so haben. Wo bin ich? Ich bin hier, genau. So, ich möchte es eigentlich so haben, dass ich das Gebäude eigentlich hier hinbau. Das heißt, das Holz ist teilweise da vorne, beziehungsweise auch da hinten. Ich muss auch natürlich die Anker mit einplanen. Das heißt, hier ist einer. Das heißt, der ist frei, hier ist einer. Der ist frei, hier kommt einer. Der ist frei, hier kommt einer. Ja, also das heißt, und vor der Mauer ist dann der letzte. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche erstmal Holz. Nein, ich brauche erstmal ein Slav. Kann auch nicht schlafen. Darf nicht schlafen. Auch nicht. Auch nicht schlecht. Darf halt nicht. Das Gebäude wird teilweise aus Bricks, aus Steinen und aus Holz gefertigt. Was für ein Wunder. Natürlich habe ich keine Bricks dabei. Warum auch? Warum sollte ich Bricks mitnehmen? Ist doch totaler Humbug. Ich nehme mal ein bisschen Spruce mit. Und jetzt ist Nacht und jetzt kann ich schlafen. Ich muss mir jetzt halt sozusagen von vorne nach hinten durcharbeiten, damit ich dann weiß, wie ich das alles aufbaue. Ja, ich hab mir so ein Grundidee habe ich im Kopf, auch teilweise auf Bild, wie einige andere das gemacht haben. Die Idee finde ich nicht schlecht. Vor allem das mit dem Holz, wie das gemacht wurde, und das möchte ich halt dann auch sozusagen für uns umsetzen. So, das heißt jetzt aber, ich brauche auf jeden Fall genügend Spruce Wood. Wie viel haben wir denn? 437, noch 1000 Liter drin, also das heißt Spruce Wood rein und verarbeiten. So, dann heißt es jetzt aber für mich, du kommst weg und du kommst drauf. Weil einen allein kann ich nicht machen, weil da kommt auch Wood Pulp mit dazu. Bräuchte ich so ein Doppel. Dann geht's gehen. Aber
Ist egal. So. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch Stein. Das ist wichtig. Weil, wie gesagt, die Holzhütte kriegt auf jeden Fall ein Steindach. Ein Holzdach. Und kein Steindach. So rum wäre es richtig. Oh, und dann schauen wir mal, ob wir jetzt alles Nötige dabei haben. Und ob wir jetzt gleich uns wieder umschauen. So, ich möchte auf jeden Fall einen Bereich haben, den ich erstmal vorne als Weg benutzen kann. So, das heißt ja, für mich ist auf jeden Fall hier dann dieser Bereich abgeschlossen. Also das hier wird alles ein Bereich werden. Na, also das wird alles noch Holz. Das ganze Holz, was momentan hier liegt, auf jeden Fall vier oder vielleicht sogar mehr, wird sich nach hier hinten verlegen in die Holzverarbeitung, weil das Holz ist, das wir am meisten verarbeiten werden. Oder machen wir es sogar noch größer? Lege ich sogar bis dahin? Dann könnte ich zwei Chunks großes Gebäude bauen. Weil so ist es dann doch ein bisschen wenig. Ja, okay, aber ich könnte ja auch mit Drawern irgendwo innen drin arbeiten. Schaut halt aber auch cool aus, wenn es draußen ist, ne? Ja, Fragen über Fragen. Und keine Antworten. Könnte jetzt eigentlich, ja, müsste jetzt eigentlich hier loslegen. Ich mache jetzt mal, ich drücke mal schnell die falsche Taste und bin froh, dass gerade nichts passiert ist. Drei Stück. Das klingt doch mal nett. Das heißt, ich mach's mal anders. Ich schaue mir jetzt mal das da an, wie ich es da gemacht habe. Ich glaube, ich habe hier immer vier gemacht, ne? Genau, und habe immer einen Platz gelassen. Also das heißt, ich könnte da entlang laufen. Das heißt, vier. Das würde heißen fünf. Das heißt, ich könnte da hinten auch ein bisschen noch Holz hinlegen. Das wäre eine Idee. Ich habe auf jeden Fall noch Dirt dabei. Den werde ich jetzt als erstes mal verbraten, weil ich da hin muss. Genügend Erde habe ich noch einstecken. Passt. Ja, ich muss nur aufpassen, weil da kommt, also ja, das ist ein Dreier. Das heißt, da kommt auf jeden Fall der, jetzt muss ich doch gucken. Mist. Ja, weil ich habe nämlich total vergessen, dass das Kraftwerk auch noch seinen Platz hat und das zieht sich auch noch komplett eigentlich bis vor. Wobei da vorne ja eigentlich die Straße auch weitergehen soll gerade. Das heißt, ich kann mal hier aufschlagen. Genau, also das sollte ja eigentlich hier weitergehen. Und dann kann ich hier auch breiter werden. Das ist überhaupt kein Problem. Nee. Alles gut. Auch mir keine Sorgen machen. Alles gut. Okay. So. Dann brauche ich jetzt nochmal eine Runde. Was ich halt gerade noch beim Überlegen bin, ob ich es vielleicht sogar noch weiterziehe, ist, ich habe halt einiges jetzt vor, was hier drauf muss. Also es muss auf jeden Fall das gesamte Holz muss auf diesem Areal, wo ich jetzt gerade bin, Platz finden. Das ist das A und O. Warum, dass ich gerade so rumgagger und rum
unsicher bin, weil es muss hier reinpassen. So, dann kann ich die ausmachen. Und F7 kann ich auch ausmachen. Ich weiß selber, dass hier nicht ausgeleuchtet ist. So, das heißt, ich habe jetzt hier auf jeden Fall mal meinen Außenzaun. Den Außenzaun werde ich jetzt mal ausmessen. Mess, 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 mess. Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messgerät? Da. Ich bin auch schon blind. So, das ist ja genau an der Grenze. Momentan wird es heißen, ich gehe von hier bis nach ganz vorne. Und muss das halt dann geteilt durch whatever nehmen. Normalerweise, ich glaube, ich 5. Nein, durch 6. Wir gehen dahin. Und wir haben 103. 103, das ist bestimmt durch 6 teilbar. Ja, sehr schön. Das war natürlich, ja. 103 geteilt durch 6. 102. Ja, also okay. Das habe ich mir fast gedacht. Das wird dann auch so gemacht. Das ist auch ok, ne? Genau. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ja. Glaubt es kaum. Also entweder kann ich nicht zählen, was ich vermute. Oder ich habe irgendwo was größer gemacht. Schreck mich nicht. Man sollte doch mit dem Band zählen und nicht selber. Okay, also. 6. 6. Lustig ist, bis jetzt steht immer 2 und 6 da. Also es ist richtig, aber verstehe ich gerade nicht. Er hat doch zu mir gesagt, das sind, ja, wobei, ja doch, ich bin außerhalb vom Chunk. Aber das ist richtig. Aber das ist richtig mal. Ich bin mal gespannt, was mir auf die Füße fällt. Da fällt es mir auf die Füße. Da fällt es mir auf jeden Fall auf die Füße. Also wir machen jetzt nochmal die Linie da vorne. Die Bärenbüsche werden auch hier verschwinden, weil hier auch dann irgendwann Blätter hinkommen. Das heißt, Bärenbüsche werden nur Wasser oben sein. Ja, ich glaube, ich bin. Ich glaube, ich weiß, warum es das hinten nicht aufgeht. Wir müssen gucken, aber ich habe da eine Befürchtung. Das heißt, das muss ich dann auch alles komplett umdenken.
Dadurch, dass ich ja komplett an der Straße bin. Ja. Dadurch, dass ich wirklich komplett hier an der Straße bin, kann ich ja hier keine Lampen hinstellen. Dasselbe wird ja auch hier passieren. Das wird eigentlich fast überall passieren. Das heißt, ja, momentan werden da dann Fackeln angebracht. So, hier ist es natürlich total egal. Aber wir haben ja jetzt auch mittlerweile die geschnittenen Platten. Das heißt, diesen Zaun kann ich um einen nach vorne verschieben. Jetzt werden dann einige sagen, ja, um Gottes Willen, aber was machst du dann? Ja, ich mache ganz einfach nur das, dass ich hier noch einen, den Weg, hier einen Zweierweg nach drin habe und den dann halt hier dann zum Einzelweg mache. Oder wenn mich ganz groß die Langeweile anbrüllt, werde ich vielleicht sogar noch das Häuschen um eins verbreitern. Weil ich habe hier sowieso sehr wenig Platz für die ganzen Säpplinge und Blätter. Die, wo ich ja hier rauskriege. Plus anderes Gezeugs da von den, wie zum Beispiel, ja genau, Mushrooms. Wobei, Mushrooms, glaube ich, kriege ich auch raus. Nee, ich meine diese, wie heißen die jetzt wieder? Das von Tannenzapfen. Tannenzapfen, genau. Das war, glaube ich, so. Tannenzapfen. Die halt da runterfallen. Naja, und auf jeden Fall, da kann ich den halt breit machen. Dann, und dann verschiebt sich das auch alles um eins. Ist, ja, nee, aber das kann man auch offline machen. Wichtig ist nur, dass das Gebäude schon mal eingegrenzt ist. Mein Problem, was ich jetzt halt habe, ist, ich müsste eigentlich müsste ich jetzt sozusagen das ja so generieren, dass ich sage, okay, ich habe hier meinen Eingang. Dann habe ich drei. für mein Holz. Ich würde aber gerne halt da auch noch ein bisschen Garten haben. Das Problem ist nur, wenn ich den Garten jetzt dann auch noch mit plane für dem Holzding, dann reicht mir der Platz nicht. Okay, ich könnte jetzt sagen, okay, ich mache einen Garten an der Seite hier. Müsste ich halt nochmal einen Fünfer weitergehen. Ja, dass ich sage, okay, wir gehen jetzt dann den Fünfer weiter und mache dann da meinen Garten und bin dann hier genau im Chunk. Und das werde ich tun. Das ist für mich eine akzeptable Sache, das so zu machen. So, das heißt jetzt 1, 2, genau, da ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falls mir die Erde nicht reicht, muss es wenigstens vorne aufgehen und an der Seite. Momentan habe ich noch 64 Stück einstecken, das heißt, ich habe noch genügend im Rucksack. Und jetzt habe ich noch 10 im Rucksack, jetzt hat aber sogar gereicht. Und ich werde ja unten eventuell noch wieder Erde rausreißen müssen, wenn ich einen Keller baue. So. Ich habe nicht mal mit dem Gebäude angefangen und sind schon 20 Minuten rum. Ist doch hervorragend, ne? Also wie gesagt, ich werde es ungefähr so machen, weil ja einige gesagt haben, sie täten halt gerne nicht sehen, wie ich Häuschen baue. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6.
Ach so, ja, nee. Das da stimmt. Zwei, bin ich komplett raus, verdammt. Zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nochmal zwei, vier, sechs. Das Lustige ist jetzt nur, dass ich das jetzt genauso gemacht habe, wie ich vorhin gesagt habe. Bei mir ist der auch nur. 2, 4, 6. Nö, ich bin richtig. Ach ja, ich vermute, ich werde ihn noch ein paar Mal umbauen. Also momentan lasse ich ihn mal so. 2, 4. Ja, passt. So, das wäre dann ungefähr mittig. Falls ich hier einen Ausgang baue, der ist halt dann wie beim letzten Mal halt mit im Gebüsch mit drin. Und dann baue ich einfach nur eine Treppe hin. Hier, genau. So, okay. Also. Außer natürlich, ich plane da jetzt auch noch zwei Eingänge mit rein, dann muss ich noch weiter rüber. Aber das kann ich immer wieder machen. Nein, nein, das bleibt so. Das ist schön. So, ich habe jetzt schön die Borderlines ausgemacht. Also ich habe für mich jetzt selber ja gesagt, ich brauche da auf jeden Fall einen Einzelweg. Beziehungsweise eigentlich, ja, teilweise schon. Teilweise schon. Ich möchte halt gerne, dass das Holz eigentlich unter, ja, wie heißt's? Dass das Holz schön trocken aufgehoben wird draußen. Dann würde ich aber weniger reinkriegen. Das ist das nächste, das wäre das Problem. Ich zeige euch mal, was ich mir vorstelle. So, das heißt ja, ich habe jetzt dann hier mein Eck. Und hier mit dem Eck mache ich jetzt zum Beispiel mal da einen hin. Und ich möchte ja immer ein Dreier Holz drin haben. Das heißt, eins, zwei, 3. Ich kann da aber dann nicht mehr hinlaufen, also weglaufen. So, das heißt, das wäre dann so. Das würde dann so ausschauen. Na? Problem ist jetzt nur, ich bräuchte es hier einen Platz und mache dasselbe nochmal. Ja, wenn ich noch ein paar hätte. Machen wir uns mal 12 Stück. Oder wir machen uns 6 Stück oder wir kriegen doch 12 Stück. So, das heißt, das würde jetzt dann heißen, ich könnte es so aufbauen. Aber das Lustige ist, das schaut, das geht auf. Das ist super. Das heißt jetzt für mich 1, 2, 3, 4. Und du kommst weg. Ja, also das sind so diese Unterleger. Dann habe ich hier kleine Wege. Das Problem ist jetzt gerade nur, ich weiß es nicht. Möchte ich halt dann da auch am hinten dran langlaufen können oder nicht? Da kann ich sowieso nicht. Also das heißt, ich hätte hier meinen Weg. Ich habe jetzt hier meinen Weg und könnte jetzt dann da reingehen. Und da hätte ich dann Blümchen oder was auch immer. Also auf jeden Fall irgendwas Grünes drin. Da habe ich meine Hecke, da ist es dasselbe. Dann heißt es jetzt, ich könnte jetzt dann hier. Ja, genau. Ich bin ein Vollhonk. Entschuldigung. Muss doch da 3 Holz reinkriegen. Und dann schaut's drei, und dann ist es 3 mal 3 und dann schaut es doof aus. Das heißt, ich brauche 3 mal 4. Glaube ich, so habe ich es auch gemacht, oder? Oder habe ich das 3 mal 3 gemacht? Nicht doof aus? Jetzt kann 3 mal 4 dann machen. Ja. Wir schauen uns an. Vor allem, wir werden es gleich wissen, ob es überhaupt funktioniert, so wie ich es jetzt vorhab.
Mach jetzt einfach mal mit den vorderen des, was ich sage. Also das heißt dann der 1, 2, 3, 4. Eine leer 1, 2, 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich hätte jetzt hier ein Holz, zwei Holz. Okay, da kannst du weg. Ja, und dann hätte ich jetzt ein Holz drin, zweites Holz drin. Und hier hätte ich mein drittes Holz drin. Sehr schön. Dann hätte ich jetzt dann hier, dann kommst du weg, du kommst weg. Du kommst weg und du kommst hin. Das ist Holz Nummer 2 und das wäre Holz Nummer 3. Genau, das heißt, ich hätte jetzt 6 Hölzer, die ich hier an der Seite entlang machen könnte. Hab dann hier einen zweier Weg und bin dann hier in dem Chunk, wo ich das machen könnte, wollte. So, ich habe jetzt meinen Weg, genau. Dann heißt es jetzt aber auch, ich gehe jetzt dann hier hin, habe dann auch hier 4 und hier habe ich 1, 2, 3, 4 einen Platz. Dasselbe auch wieder hier. Dasselbe hier. Vielleicht baue ich eine Sache dann komplett um, dass das dann ein Tor ergibt, dass ich dann da rauskomme. Und da vorne dann vielleicht auch, weil ich ja auch da hinten durch will. Eine Gartentür oder so. Vielleicht noch mit Holzelementen. Mal schauen, wie wir das dann hinkriegen. So, das heißt jetzt auf jeden Fall 1, 2, 3. So, und dann würde ich jetzt sagen, dann mache ich das jetzt hier so, als die dann hier dann der Ausgang hinkommen. 3. Und ist es schon wieder alles weg? So, wir nehmen die nächsten 30. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so mega wichtig. Was habe ich jetzt da gemacht? 1, 2, 3, 4. Das wäre Nummer 5. Dann heißt es, ich könnte jetzt dann hier das machen. Und in dem Gebäude selber ist ja auch nochmal Holz drin. Könnte vielleicht sogar den Zaun. Nee, das kann ich eben nicht. Das ist jetzt das, was ich jetzt nicht mehr könnte. Ich könnte den Zaun jetzt nicht mehr verschieben. Nach innen. Ja, außer ich mach dann an der Seite was anders. Ja, okay, würde vielleicht gehen. Von der Breite her könnte ich ihn verschieben. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt den natürlich nach innen verschieben will, weil ich jetzt sage, okay, ich will jetzt nicht gleich direkt an der Straße sein. Ja, okay, habe ich vorne auch ein Problem. Muss ich es auch verschieben? Nein, geht nicht. Kann ich nicht machen. Dann bleibt so. Okay, das heißt, ich habe jetzt dann hier, ich habe hier mein Holz, dann habe ich hier meinen Bereich, wo ich langlaufe. Das kann sein, dass das halt auch ein wenig verschnörkelt jetzt dann ist, weil der Eingang dann woanders ist. Das hört sich gut an. So. Für mich heißt es jetzt aber, ich bin jetzt hier in dem Bereich. Ich habe jetzt dann hier meinen anderen Bereich. Dann könnte ich jetzt dann anfangen und sagen, okay, ich bleibe jetzt, wie mache ich es? So. Also da drin werden die Maschinen dann stehen. Beziehungsweise hier. In dem Chunk. Hätte ich gesagt, dann machen wir mal einen Vorsprung von 4. Machen wir einen Vorsprung von 4.
Und dich packe ich mal weg und dich packe ich aus. Nein, wir brauchen mal wieder ein vernünftiges Fundament drunter. So, das heißt, ich habe jetzt hier vier. Für mich heißt es jetzt dann aber auch, weil wie gesagt, Holz, ne? Es wird mit Holz gebaut. Du kommst dann dahin. Das heißt, du läufst erstmal hier entlang. Und dann heißt es jetzt, du gehst jetzt mal da entlang. Und dann heißt es jetzt für mich ganz einfach und lapidar. Ich gehe hier entlang. Dann heißt es, ich habe jetzt hier einmal Kabels drin. Habe ich genügend Material dafür, dass ich noch Kabels habe? Nee. Gehen wir mal schnell Kabels nochmal holen. Paar, glaube ich, waren noch drin, die wohl noch zum Braten bereit gewesen wären. Ja, aber man merkt halt, ne, wenn man sich ein komplettes Gebäude ausdenkt, das dauert halt wirklich eine ganze gewisse Zeit länger. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal nur das Grundfundament und erzähle euch mal ein bisschen, was ich vorhab. Werde dann zu großen Wahrscheinlichkeiten das Gebäude dann mal fertig bauen. Dann habt ihr mal beide Möglichkeiten gesehen. Also sozusagen, ich deute an, das habe ich ja da hinten gemacht, wie das Gebäude ausschaut. Ja, also indem, dass ich ja mal euch gezeigt habe im Boden, wie es auszusehen hat. Habt dann natürlich noch ein bisschen rumdoktern müssen, weil es halt nicht ganz geklappt, nicht funktioniert hat. Und habe es halt dann fertig gemacht. Und da mache ich es jetzt halt anders. Da deute ich jetzt sozusagen im Boden an, was ich alles vorhab. Und mache vielleicht die erste Wand fertig. Kann die Folge auch wieder eine Stunde dauern, kann ja sein. Und dann, ja, mal gucken, was halt dann kommt. So, ich hätte jetzt gerne gesagt, ich habe jetzt dann das hier. Dann hätte ich jetzt gerne. Eigentlich ja, das geht nicht so einfach, oder? Ich überlege mir gerade hier sozusagen ein Fenster hinzumachen. Ich muss ja die Überlegung mit einbinden. Also ich baue mir hier jetzt ein Fenster hin und möchte gerne das mit einem so altmodischer Bereich, wo halt die Fenster geschlossen werden können. Muss man mal testen. Das heißt für mich, okay, ich habe das so. Dann kommt das auf jeden Fall eventuell da dran. Dann habe ich jetzt dann hier mein Doppelfenster und baue das so nach oben. Okay, hab dann hier ein Doppelfenster, beziehungsweise nein, das wird außen. Ah, ich merke gerade, jetzt gehen mir langsam unten die Fältchen aus. Das heißt, da kommt mal der Stein hin. Ah, ich möchte es ein bisschen abgestuft haben. Wie gesagt, das wird irgendwann voller Holz sein. Vielleicht mache ich auch nur mit dem Fenster, dann kann es sein, dass das Gebäude ein bisschen zusammenrutscht, aber dafür ein zweites Fenster hinkommt. Oder, wartet mal. Ich brauche sowieso was zum Essen. Ich brauche eine Mütze Schlaf. Das heißt, ich brauche Glas. Und Glas, glaube ich, habe ich noch in dem einen Table drin. Und ich habe, das, was ich mir fast gedacht habe, Hunger. Ja, das Schöne ist, man kann hier halt auch vorbeilaufen. Man muss ja nicht immer gleich, ne, Zäune bauen um jedes Gebäude rum. Nein, nein. Sozusagen, das Gebäude wird irgendwann der Zaun werden für das.
Ja, das heißt, wir futtern mal schnell was und dann holen wir mal schnell Glas und natürlich uns auch diese schönen Klappen. So, 14 Dosen. Das heißt, ich muss dich mal schnell hier rein jagen. Die Batterien mach mal raus. Und den Saft machen wir wieder rein. Und dann packe ich jetzt mal hier die Batterien rein, beziehungsweise die Hals baue ich platziere ich hier. Und ich kann noch mal einen Stack auf jeden Fall da rein prügeln. Schauen wir mal, will das rauskommen. Dann hat dann doch Sibo mehr recht gehabt. Ja. Ja, wir machen weiter, sonst werde ich mit dem Gebäude nicht fertig. Entschuldigung. So, die Zelle lasse ich auch da. Die schmeiße ich aber auch gleich da rein, wo sie hingehört. Können wir ja gleich mal gucken. Ja, 6000 Poly, das ist nicht schlecht. Aber er ist durch. Also das heißt, das waren jetzt fast zwei Sticks von den Plant Balls. Wie gesagt, darum möchte ich die auch haben, dass die in die Gärtnerei kommen. Ich habe ja auch zuerst mir überlegt, die Gärtnerei, also sozusagen das, was ich mir hier vorgestellt habe, umzubauen. Aber die Gärtnerei mit Botany, mit den ganzen Blumen, ich weiß nicht noch, was alles dazu kommt. Das wird auf jeden Fall auch ein größerer Bereich. Und dann ist der Bereich für die Bienen, der wo dann daneben entstehen soll, definitiv zu klein. Also habe ich mich entschieden, Gärtnerei hierhin. Das andere Zeug dahin. Und wie gesagt, und so kleine Geschäfte kann ich überall immer noch hinbauen. Ich kann auch das gerade machen und dann hier meine Geschäfte noch hinzimmern. Ist alles machbar. So. Dann kann ich die Platten hier auf jeden Fall auch wegpacken. So, gegessen habe ich was. Ich wollte noch Glasscheiben holen. Sind hier und ich wollte noch diese Falltüren holen, wenn ich welche habe. Ja, natürlich habe ich keine. Na, warum soll ich jetzt auch Trapdoors haben? Ist ja total affig. Ich brauche vier Slabs. Ich brauche vier Slabs, vier Sticks und eine Eisenschraube. Natürlich habe ich jetzt. Oh, vier Slabs. Ich hoffe, dass ich die Sticks schnell finde. Die sind da. Oh Gott, dann heißt es jetzt vier Slabs. Hier Sticks. Kann ich auch eine Stahlschraube verwenden? Bekomme ich drei raus. Also Stahlschrauben, Eisenschrauben, das ist dasselbe. Nur ein bisschen mehr Luft. Blastfenster. Ja, aber eine Zinnschraube sollte ich vielleicht nicht verwenden. Eine Stahlschraube, bitte. Danke. Nimm mal mit. Dankeschön. So, dann schauen wir uns das mal an, wie das aussieht, ob das aussieht und wie wir das weiter bauen könnten. Ja, wie gesagt, das Lustige ist ja wirklich immer mit den Grenzen, also den Junk-Grenzen zu spielen. Dass das halt alles sauber ist. Ja, dass ich auch die Maschinen so weit laufen lassen kann, dass ich gar keine Angst haben muss, dass da irgendwas kaputt geht. Okay, also das heißt, das Clear Glass setzen wir jetzt mal rein. Das wäre jetzt dann hier.
könnte jetzt sogar hingehen und sagen, okay, ich mache die zwei weg. Mach mir einen Stack davon nochmal zu den Stone Bricks. Und würde die sogar so noch hinsetzen. Ja, kann man die drehen? Oder geht das mit Carpenters? Also mit denen geht schon mal nicht. Das weiß ich gar nicht, ob das so geht. Na, ihr wisst schon, ich würde das halt gerne seitlich aufmachen. Und ich vermute, das geht nur runterwärts. Und Türen schauen scheiße aus. Dann lassen wir das so, beziehungsweise vielleicht mache ich dann da Holz hin, dann schaut es vielleicht auch so aus. Oder ihr habt den Trick, wie man das machen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich es auch machen. So, aber ich hätte auf jeden Fall, ja, wobei das ist, nein, das ist mir zu groß. Das ist jetzt halt genau das, was ich jetzt halt meine. Ich muss jetzt halt mir erstmal mit der Größe des Gebäudes klar werden. Das heißt, du kommst dahin und du kommst dahin. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Einserfenster, zwei hoch. Habe da meine Steine drin und kann das dann hier so machen. Ist in Ordnung. Wie gesagt, vielleicht das noch in Holz. Aber ja, habe da jetzt mein Fenster. Dann möchte ich jetzt dann hier haben eine Doppeltür. Und möchte das Gebäude verkleinert weiterlaufen lassen. Also das wird nicht symmetrisch. Das heißt Doppeltür, dass man gut reinlaufen kann. Da habe ich hier drei. Dann machen wir hier das in doppelt, beziehungsweise nein. Das machen wir so. Das machen wir mit den anderen Steinen, mit denen hier. Dann nehmen wir ein bisschen von der Erde und lassen das wieder umwandeln. Passt. Und dann machen wir hier jetzt dann das Holz hin. Und da kann ich dann oben drauf auch das machen. Ja. Gar nicht mal so schlecht, finde ich. So, das heißt, das kommt auch noch hin. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall eine 4er Höhe. Und dann brauche ich bitte aus meiner kleinen Kiste auf jeden Fall schon mal Scaffolds, weil ich muss ja auch hoch. Irgendwann. Dann heißt es jetzt für mich. Ja, wobei, das könnte ich so lassen. Das mache ich mit hier mit 3. Dann wird es hier schräg. Ja. Ne, 2 ist zu klein. Ne, 2 ist zu klein. Aber ich kann das hier so machen und habe dann hier so ein kleines Vordach, wenn ich hier das Dach entlang ziehe. Gehen dann nach vorne auch noch ein Stück. Okay, dann haben wir das jetzt auf jeden Fall so. Und dann heißt es jetzt für mich auf jeden Fall, das geht nach hinten. Dann machen wir das jetzt auch wieder so. Und das machen wir wieder so. Nein, machen wir nicht. Wir bleiben draußen. Das heißt, das hier ist dann schon Holz. Und das heißt, wir bleiben definitiv vor dieser Grenze. Dann heißt es jetzt, ich mache das jetzt dann auch wieder so, dass ich jetzt dann das sozusagen hier spiegel. Das heißt, 2, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wird 6 breit. Okay. Habe jetzt dann hier mein Holzstück. Das heißt, ich komme dann auch hier mit meinem Holzstück hin. Und dann habe ich es ja gehabt. Genau. Du kommst dahin, du kommst dahin. Es schaut natürlich wahnsinnig nicht prickelnd aus, aber ich muss auch innen drin was sehen. Außer ich mache jetzt ein Doppelholz, dass ich es halt auch außen sehe. Das ist jetzt gerade mein Problem schon wieder. Ja, ich hätte es halt gerne so, dass das Holz sozusagen hier ist. Hammer, gehen wir schnell weg. Ja, dann machen wir es doch so, wie ich es am Anfang gedacht habe. Machen wir hier die Steinmauer hin. Dann kommt auch hier die Steinmauer hin. Dann habe ich wieder hier meinen Untergrund. Machen wir es ein bisschen kleiner diesmal und machen das so. Dann habe ich jetzt Gott sei Dank noch genügend Glas einstecken. Und warum das jetzt das rausgefallen ist, ne? Ihr habt gewusst, dass ich es brauche, oder? Das war mal wieder nett. Ja, das heißt, ich hätte jetzt ja sozusagen so, dann hätte ich auch hier mein Fenster. Wie gesagt, das kann auch sein, dass es noch Holz wird oder halb-halb oder was auch immer. Carpenters, glaube ich, könnte man es, glaube ich, so machen. Weiß ich nicht, mit den Half-Slabs. Aber ob ich zwei Half-Slabs machen kann, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, aber ich habe gesagt, kann man so lassen. Dann heißt es, wir hätten dann hier drin das alles aus Stein. Und wir ziehen das dann so hoch. Okay. So, dann heißt es jetzt aber für mich schnell nochmal. Ich brauche nochmal meine Teile hier. Du gehst dahin. Da haben wir ja gesagt, das ist ein zweier Weg. 1, 2, 4, mal schnell. Mittlerweile schon ein Getränk neben mir stehen, was immer mir mit dem Hals kratzt. Total nervig. Dass ich auch immer nicht einen Hustenanfall kriege hier. So, sehr schön. Prophet hat geschlafen und schon ist es dunkler. Versteht auch kein Mensch. Also die Zäune werden angepasst, das ist klar. Ah ja, genau. Aber jetzt haben wir schon mal auf jeden Fall... Alter, erschreck mich nicht so. Bist du irre? Das heißt, ich könnte das Gebäude jetzt eigentlich komplett bis daher ziehen. Aber das steht ja keinen Spaß machen. Das heißt, ich hätte jetzt dann hier nochmal einen Zweierweg. Machen wir mal schnell nochmal einen Extra und macht es dann auch hier. Das heißt, das Gebäude würde gehen bis hierhin. Und ich könnte hinten dran exotisches Holz oder totes Holz zum Beispiel dann da hinten reinlegen. Ja, genau. Und dann können wir jetzt dann sozusagen die ganze Zeit dieses Gebilde, was ich jetzt hier gemacht habe, immer wieder erweitern. So. Ich hätte jetzt nur gesagt, dass machen wir es komplett.
Ein, zwei bitte. Und Wahnsinn, mir sind die Kabels wieder mal ausgegangen. Würde jetzt aber heißen, genau, ich habe jetzt dann hier, noch, ja, ich habe noch einen Cobblestone drin, das ist nur viel zu wenig. Ich schüssel mir mal schnell die zwei noch um. Ja, ich bin erst. Meine Güte. Nee, wir gehen mal schnell ins Lager. So viel Zeit muss noch sein. Und holen wir mal schnell 2. 6. Ja, aber das ist dann genau aufgegangen. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Also, wollen wir es gleich sehen. Aber das geht jetzt dann bis hierhin. So, und dann habe ich jetzt dann hier mein Oakwood. Ja, genau. Und dann kann ich jetzt dann hier entlang nach vorne marschieren. Wenn man besoffen ist, macht man so. Und dann hätte ich gesagt, dann wird es der erste Teil vom Gebäude bis hierhin gemacht. Und dann wird es hier sozusagen abgeschlossen. Das heißt, das wird dann das Wohn- bzw. Wohngebäude weniger. Das ist Arbeitsstätte. Das heißt, der junge Mann, der hier zu tun hat, also ich, muss halt dann in die Arbeit fahren oder laufen. Wenn... Ich habe gesagt, schade, dass halt diese Cards nicht funktionieren. Ich glaube, das geht mittlerweile in den neueren Versionen geht's, aber da ging es halt nicht. Oder da geht's halt nicht. Und wie gesagt, dadurch, dass man halt Half-Slabs benutzt, weil man halt nicht möchte, dass die bösen Zombies einen halt die ganze Zeit am Kittel haben, ist es halt auch ein bisschen, ja. Schade. So, okay, also das heißt, wir haben jetzt das noch gemacht. Das heißt, jetzt ich ziehe jetzt hier den Dreier. Dann machen wir das hier auch. Dann mache ich dann auch hier den Dreier, also die, wieder dieses L. Dann muss ich aber auch gezwungenermaßen hier das L so machen. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ich glaube einfach, nein, ich werde das hier nicht so machen. Sondern doch, ich deute es an. Ich deute es an. Das heißt also, hier kommt kein Fenster rein, sondern das wird einfach zugemacht. So, wenn ich jetzt hier so ein L noch hinsetze. Und hier ein L. Dann machen wir das hier auch dicht, ne? Weil hier kommt ja das Holz hin. Wie gesagt, es wohnt hier keiner, ne? Arbeit. Arbeit und so. Braucht keiner schöne Aussicht haben. Der kann dann in den Garten gehen und gucken. Und Holz anschauen. So, okay. Und dann kommt jetzt dann noch hier. Da kommt aber ein Fenster hin. Ne, da kommt auch keins hin. Das wird auch nur angedeutet. Da hast du leider Pech gehabt, Männchen. So. Da hat es leider Pech gehabt. Ja. Und hier wird auf jeden Fall das auch so gemacht. Also da kommt wieder das L hin. Also mit dem Andeuten meine ich jetzt. Ich mache den hier mal einen kleiner. Das heißt, das L kommt hier hin und das... Na, Mist, geht nicht. Ja, aber wenn ich das jetzt so mache, habe ich kein Holz.
Es ist gerade, glaube ich, das Problem, dass das gerade ist. Auf der Seite. Oder? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, das ist gerade. Dann hätte ich gesagt, machen wir so. Dann gehen wir hier komplett nach oben. Auch hier machen wir das komplett nach oben. Ja, hier habe ich dann wieder meine Andeutung. Hier könnte ein oder hier wäre ein Fenster eigentlich gewesen. Und dann hätte ich gesagt, haben wir hier nochmal Holz. Genau. So. Lasse ich das so oder? Ja, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hier möchte ich eigentlich ein Fenster haben, ne? Da kommst du dahin. Du kommst dahin und du kommst. Du hättest dahin kommen sollen. Gib mir mal noch ein paar Steinchen. Den Rest aus dem Rucksack auch. So, perfekt. So, und dann habe ich da noch die da. Und dann ist das Gebäude eigentlich schon fast monstersicher. Das heißt, mir fehlen noch zwei Scheiben. Die bräuchte ich dann auch noch. Dann wäre das Haus sozusagen soweit schon mal fertig. Das heißt, für mich. Ich werde das Haus bis zum nächsten Mal soweit schon mal fertig machen, dass ich den Boden reinziehe und eventuell oben noch mal schon das Dach so mir überlege. Wie gesagt, das Nebengebäude machen wir dann beim nächsten Mal noch zusammen, weil, wie gesagt, da möchte ich auf jeden Fall mir das mal anschauen, wie das mit dem Holz ausschaut. Ja. Weil hier kommt jetzt dann kein Holz mehr hin, da kommt dann einfach. In Säge hin oder so. Wäre auch lustig, wenn man das machen könnte. Aber man könnte eine Säge nehmen und sozusagen über das Anklippen so andeuten. Das wäre schon bestimmt auch witzig. Genau. So. Aber ich hätte jetzt dann hier meinen Eingang. Das heißt, mein Eingang kommt dann so und geht dann so nach vorne und geht dann hier raus. Das hört sich gut an. Das heißt, ich werde dann eventuell dann hier auch noch einen Stein mit reinsetzen. Das machen wir doch gleich. Freut er sich. Wollte ich das so machen? Nee, das war dann mit Half-Slabs gemacht. Da kommt dann so ein Torbogen bis vorne hin mit drei. Ja, genau, und dann gehe ich da hoch. Ja, schaut bestimmt dann nicht schlecht aus, hoffe ich. So, jetzt muss da noch eine Lampe hin. Und dann hätte ich gesagt, hat das Sägewerk auf jeden Fall schon mal genügend Platz, da drin einiges aufzubauen. Weil wir brauchen ja ein paar Gerätschaften. Genau. Das passiert aber dann, wie gesagt, das Einrichten und das Nebengebäude beim nächsten Mal. Da sind wir dann fröhlich pfeifend wieder dabei. Und wir möchten ja nicht die Folgen zu lang ziehen. Ich habe wieder die Stunde voll. Yay! Freude. Ja, sonst, wie gesagt, wie ihr die Gebäude haben wollt, ich habe zwar schon ein paar Mal gefragt, lieber frage ich einmal zu viel als einmal zu wenig. Schreibt es mir noch mal rein. Reicht euch das so? Ich deute es an und mach's dann fertig. Oder sagt ihr, um Gottes Willen, dann haben wir halt mal zwei Folgen nacheinander mit, ja, ich hoffe, ja, je kürzer das die Gebäude halt werden, wenn es Schematik ist und so weiter, wenn es kürzer. Wir wollen das so haben oder nein, bau das komplette Ding fertig mit uns zusammen. Wie gesagt, reinschreiben und dann werden wir es auch so bei den nächsten Gebäude tun. Ich bin nur halt, wie gesagt, immer ein bisschen voraus. Mittlerweile wieder meine 3 Wochen circa.
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder sagt dem, oder mit dem Daumen nach oben sagt dem Algorithmus, dass das ganz witzig ist, was ich hier treibe mit Minecraft, dass ich bei YouTube weiter oben gelistet werde. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.